Manchmal kommt es in einer Produktionsanlage von Ineos in Köln zu einem lauten Knall. Eine Art Überschallknall, wie bei einem Düsenjet. Dann ist Folgendes passiert. Eine sogenannte Berstscheibe ist zerbrochen. Die Berstscheibe ist eine Sollbruchstelle in einem System mit extrem hohem Druck. Wie genau läuft das ab? Das wollen wir uns kurz anschauen. Im Werk wird der Kunststoff Polyethylen produziert. Unter hohem Druck wird das gasförmige Ethylen zum Feststoff Polyethylen umgewandelt. Unverarbeitet sieht der Kunststoff wie ein feines Granulat aus. Bei der Produktion ist ein extrem hoher Druck bis zu 2000 Bar nötig. Zum Vergleich: Würde das Gesamtgewicht des Kölner Doms auf einen Kreis von 3 Metern Durchmesser wirken, dann entspräche das auch etwa 2000 Bar. Nun werden aus 21.000 Kubikmetern Gas pro Stunde 20 Tonnen Polyethylen hergestellt. Manchmal kann es sein, dass es bei der Umwandlung vom Gas zum Feststoff zu einem spontanen Zerfall der Moleküle kommt und der Druck dadurch schlagartig ansteigt. Damit in diesen seltenen Fällen die Anlage keinen Schaden nimmt, wurden gleich mehrere Sicherheitseinrichtungen angebracht. Dazu gehören auch die etwa handtellergroßen Berstscheiben. Beim Ansprechen der Berstscheiben werden diese auf Schallgeschwindigkeit beschleunigt und in einem Fangkorb aufgefangen. Dies geht einher mit einem lauten Knall. Das ist dann aber eben kein Grund zur Beunruhigung, sondern im Gegenteil ein Zeichen dafür, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen im Werk greifen.